Peace Leute, mein Name ist Takiro, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Need for Speed Underground 2 für den Game Boy Advance. Im letzten Part haben wir den Rundkurs, glaube ich, ganz gut hingekriegt. 80% sogar schon, wow. Ja, Industry Tour 5, zwei Gegner, vier Rundenzahlen und wir haben gleich den Lexus, der sich nicht so ganz gut lenkt, aber dafür eine sehr gute Beschleunigung hat. Ja, muss ich einfach mal gucken, wie ich den nochmal Touren kriege. Wow, also die fahren hier no problems. Schon ein bisschen merkwürdig ist. Gut, ich habe jetzt auch scheiße gefahren, muss man dazu sagen, aber die haben ja überhaupt keine Probleme gehabt. Was dann einen schon ein bisschen am Wundern tut. Also mich jedenfalls. Kann aber auch dran liegen, dass ich einfach schlecht bin. Das war so eine gute Erklärung. Ja, gut, das ist dann wieder diese Strecke. Verstehe ich jetzt gerade nicht, warum sie dann das Industry Tour 5 nennen, weil das ist genau wie 1, genauso scheiße. Ist halt so, ne? Also fährt sich auch beschissen. Ist ja nicht so, als wenn sich das geil fährt. Also ich fahre es jedenfalls scheiße. Es liegt wahrscheinlich auch im Auto. Aber ich glaube, wir müssen jetzt einfach durchkommen. Versuchen irgendwie... sonst versuche ich es gleich nochmal mit Drag. Bei der Kurve muss ich irgendwie was anderes machen, das ist einfach zu viel, zu gefährlich. Ja, sonst versuche ich beim Drag einfach mal, dass ich irgendwie ein neues Wägelchen freischalte oder Leistung oder sonst irgendwas, ne? Dass man irgendwie auf den Wert kommt, finde ich. Irgendwie weiterkommen. Versuchen die Möglichkeiten auszuschöpfen einfach, ne? Weil. Klar, dadurch verlängern wir wahrscheinlich das Spiel ein bisschen. Ich merke schon, wir sind schon bei beim 8. Part, ist das, glaube ich, müsste das jetzt sein. Und ja, 15 Part haben wir für den letzten gebraucht, für den letzten Teil. Da müssen wir halt gucken, ne? Ja, ich mache mir aber auch keinen Stress, sage ich ganz ehrlich, wenn der Nachfolger eben länger dauert als der Vorteil, dann ist das halt so, ne? Weil das bringt es mir, wenn ich jetzt unnötig, wow, richtig scheiße genommen, was bringt es mir, wenn ich den jetzt stressig fahre und hab da nicht wirklich was von, ne? Gebe ich ganz ehrlich zu, da habe ich nichts von und beim Zocken würde ich mir keinen Stress machen. Es reicht schon, dass ich alles andere als Stress immer machen muss. Also ich versuche auch durch mein Leben eigentlich stressfrei, möglichst stressfrei zu gehen. Ich mache mir tatsächlich wenig Stress. Ne? Es wird zwar in der Welt gesagt, du musst das, 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 das machen und dann sage ich, nein. Cool, schon mal ein Auto freigeschaltet. Das ist doch schon mal was. So, Fairground 4. Machen wir auch gleich mal so lange, bis wir keine Chance mehr haben. So, das scheint, glaube ich, ein Runden-K.O. zu sein. So, nochmal kurz gucken. Ja, so schnell ging das Rennen. Ich hab's nicht gesehen. Ich bin blind, wirklich. Ne, ein Rundkurs. Level 1, okay. Ja, das ist aber auch schon dämlich gewesen, ja. Und gleich hier. Jetzt haben wir, glaube ich, jetzt den übelsten Vorsprung der Welt. Ja gut, Rundkurs, Gott sei Dank, kein runden K.O. Ja, schon wieder so eine kurvenreiche, intensive Strecke. Das macht dann sowieso immer ganz viel Spaß. Ja gut, dann fordern wir einfach, gucken wir einfach mal. Ich glaube, wir machen gleich Track, weil
Das gefällt mir nicht. Der lenkt sich so beschissen. Muss ich sagen. Wir machen Track. Wir machen Track. Boah, das kotzt mir jetzt gerade ein bisschen zu sehr an. So, Fairground Track 2. Okay. Müssen wir nochmal machen. Der Drake ist tatsächlich einfach nur auswendig lernen. Pixel. Ja, wie ich es gerade gesagt habe, auswendig lernen. CB, Eventsieg. Main Street Track 5. An sich ist Track auch nicht schwierig. Mein Track habe ich auch relativ schnell bei meinem normalen Let's Play gemacht. Hast du wirklich im letzten Moment erst gesehen? Den hast du zum Beispiel gar nicht gesehen. Aber schön, dass die erstmal gar keiner von denen Schaden hat. Alles klar. So. Da war ein Krankenwagen gewesen. Das wäre vielleicht jetzt eine 50-50 Chance gewesen, sauber, ne? Ganz ehrlich, ich hasse sowas, ey. Auswendig schön und gut, aber es ist irgendwie immer so eine 50-50 Frage. Was man herausfinden muss. Ah, finde ich nicht toll. Shit. So. Kommt mir so vor, als wenn wir es gar nicht schaffen würden, da durchzukommen. Was machen wir da? Einfach so machen wie gerade. Cool. So macht man das, meine Freunde, ne? Wisst Bescheid. So spielen. Oh, wir haben verloren, weil der schneller war. Machen wir mal neu.
Gut, diesmal habe ich besser gefahren. Ja, diesmal der schlechter gefahren dazu, ja. Ist halt so, ne? Lagerhaus-Track. Drei Gegner. Wow. Geil, ne? Wie ein Spielzeugauto einfach geklatscht. Oh, shit. Und gewonnen. Geil. Ha, geil. Freut mich. Cool. So, ja schön. Haben wir schon mal wieder ein paar abgeschlossen. Ach, jetzt fahren wir rückwärts, ne? Ja, klasse. Warte auf die Aktivierung der Timer-Anzeige. Drücke den A-Knopf, um die Nadel in der Zielanzeige zu stoppen. Die rote Gefahrenzone endet sofort mit einem Motorschaden. Okay, muss mal gucken. Shit. Muss ich gleich mal gucken. Ja, ich denke mal, wir werden die Bonussachen sowieso mal spielen und gucken, was wir davon alles schaffen. Ich meine, selbst auf dem GBA habe ich das, glaube ich, mal nicht geschafft alles. Bin ich auch der starken Überzeugung. So, shit. Wow. Das war jetzt gerade fucking knapp, ey. Aber wir haben gewonnen. Ich sag nix, scheiß drauf. Einfach durchziehen. Einfach machen. Ist super. Wenn ich so einen Lauf habe, dann freue ich mich. Nein, ernsthaft. Das finde ich super. Wenn man einen Lauf hat und irgendwie Gewinn tut, finde ich das so scheiße. Ja gut, er hat gewonnen, weil schneller war. Ich habe auch scheiße geschaltet, muss man dazu sagen, ja. Muss ich mal gucken. Gut, ich glaube, das ist Pech. Naja, ich glaube, wir sind zu langsam. Okay, so aktivieren wir nicht.
Aber wie ihr sehen könnt, es brachte nichts. Ja, die haben unfassbar guten Lauf gehabt. Nee, gut, das war's dann tatsächlich schon für uns. Ja, schade. Monster X, sagt. Ja, die ist nicht so toll. Ja, nehmen wir mal den. Achso, der ist gespielt. Ja, der 53 ist halt sowieso auch gesperrt. 240x. Nehmen wir mal den Merz X 7. Wir hatten diesen mal auf. Und probieren wir mal wir probieren hier einfach mal den Rundkurs, ob wir mit dem hier schneller fahren können. Ja, dann war es das einfach mit Drag momentan. Wie gesagt, einfach mal so ein bisschen hier und da durchziehen. Bei Drift habe ich, wie gesagt, da wollte ich sofort ja, einfach nur mein Ding durchziehen. Nee, na scheiße. Genau. Ich hab's vergessen, dass man zwei kann. Aber schön, dass wir im Track ganz gut weitergekommen sind. Ich bin mal gespannt, was für eine Prozentzahl wir bei dem hatten. Sehen wir ja gleich mal. Ja, natürlich sind da noch einige Stages zu machen, ne? So ist ja nicht. Aber ich glaube, haben wir schon ein gutes Wert. Bei der vorher schon 33%, glaube ich. Ja, gucken wir einfach gleich mal. Ah, okay, Turbo hatten wir noch nicht. Genau, Nitro hatten wir auch noch nicht. Stufe 2 gehabt. So, das war's. Bägelchen fertig. Ja, sieht ganz solide aus, ne? Würde ich sagen, für Stufe 2. 73% im Drag, das gefällt mir. So, versuchen wir im Rundkurs. Langsam aber sicher mal abzuschließen. Ja, sehr laute Gegend, wo nicht, habe ich ja schon mal erwähnt. Da passiert sowas halt einfach mal, ne? Sorry für dies, aber. Oh. Oh, der lenkt sich ja genauso scheiße. Wenn nicht sogar noch schlimmer. Okay. Das ist nicht toll. Ja, die Stage an sich ist auch scheiße, muss ich sagen. Gefällt mir überhaupt nicht. Zu fahren, das ist sehr, sehr schlimm.
Ja, wir holen zwar ein, aber die haben einfach eine bessere Lenkung als wir. Beziehungsweise ich mache einfach zu viele Fehler auch. Ja, die da konstant wirklich synchron fahren. Man sieht das ja einigermaßen in den Pixeln, wie die fahren, ey. Wow. Sie fahren fast synchron. Ja, haben gewonnen durch, ja, sauber. Ja, Part muss ich dann mal beenden. Ich muss dann irgendwie gucken, dass ich vielleicht nehme ich den anderen Wagen gerade und gucke mal, ob ich es damit hinkriege. Und dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns dann im nächsten Part von Need for Speed Underground 2 wieder. Bis dann, haut raus und ciao.